Herzlich willkommen beim Childi TV. Heute Abend darf ich hier bei mir der Jean-Louis Schoris an Jean-Louis Schoris, ein pensionierter Geologe, ein richtiger Koryphäe auf seinem Gebiet, hier bei mir begrüßen. Herzlich willkommen, Schoris. Oh ja, ich bin alt geworden. Er ist top bekannt, das Fisch, und auch sonst im Oberwald ist. Vor allem auch, wenn er immer seine Duftwolke in sich herzieht. Nein, das verstehst du schon. Ja, du als Geologe, was hast du da so für grosse Projekte gehabt? Bei welchem Projekt hast du da so die gräbste Angst gehabt? Wo jetzt hast du gedacht, habe ich mich jetzt wirklich richtig entschieden? Ist das wirklich also wie soll? Ja, eigentlich hat man es bei jedem, auch beim geringsten. Also, weil da bleibt immer Unsicherheit da drin. Und also, wenn ich meistens gelitten habe, das war schon das Kondo. Da ist mir dann ein Journalist gefragt, ja, wenn ich dann mit der Verantwortung umgehe. Und dann habe ich gesagt, Pampers kaufen und schlecht schlafen. Was sind Pampers? Pampers. Pampers. Ja. Das haben wir auch verstanden. Ja, mit den Pampers schlafst du schon gut. Nein, also, man hat da immer einen Stängelzug. Und hier hat er einen Tunnel gemacht, in den 90er Jahren, der Fischbertal-Tunnel. Da hat man immer schießen müssen. Die Momente, wo man schießt. Beim Dach kann man nicht genau rechnen. Abgesehen davon hat der Ingenieur auch nicht genau rechnen. Es steht einfach dem noch Sicherheitsgrad drin und geben die Schichten nachher, als es genau ist. Ja, gut, das. Also mal gleich rein rüber. Ja, dann kommen wir hier schon zu unserer Vorbegung Gast. Für welche hast du denn Schil? Ist eine Meinung so? Ja, einfach der. Also grob gesagt, mild, mittel, scharf. Also das sind. Einmal Aua, zweimal Aua und die ist tot. Ja, also im Moment habe ich noch nicht im Sitz sterben, weil der Doktor will noch etwas von mir wissen und der Zahnarzt will in die Augen gehen noch und erst nachher sterben. Und ich bin immer ein bisschen couragiert, dann nehme ich mich in die Mitte. Also ich habe nicht gedacht, dass ich gut lasse, vergiftet uns. Jetzt wollen wir so abschneiden. Jetzt kommen wir sehen, du tust gerne kochen. Was tust du so kochen? Für dich. Du tust aber dich alleine kochen, oder ja, was? Ja, das ist sehr viel Zufallskoche. Zufallskoche? Gerade bei den Pilzen passt ein bisschen Zufall, aber schon. Zufallskoche. Ja, sonst kommt es dann lustig. Ja, weil ich gerade Pilze hatte. Aber das waren Steinpilze, immer in Sotto. Aber ich tue alle Kucker kochen und essen. Und sogar zu eigenen Essen, wenn ich koche, dann nicht oben. Scharf tue ich ja, tue ich viel. Aber das eben, aber so, diese hier sehen schon aus wie Habaneros, die mit denen habe ich schon gut losgelitten. Aber gehen wir ein Stück her, nehme ich halt jetzt mittler. Das ist dann noch. Ja, das ist dann noch. Ja, das, was da ist. Das, was da ist. Ja. Und jetzt sollen wir das essen. Ja, ich sage dir. Mal probieren, Prostata. Prostata, genau, zum Doktor müssen wir noch wegsehen. Fährt schon leicht an brennen. Kannst du vor, der Geschmack ist schon ein bisschen fruchtig. Mhm. Ja, das Fleisch, ich will es kennen. Ja, das leidet aber ein bisschen. Apropos Lido. Ja. Hast du am Facebook mittlerweile auch echt Lido? Ja, ja. Also, lass da mit einer Corona. Der noch Arschlöcher, ja. Das sind ganz schlimme Leute. Also wie ein Corona-Skeptiker, sind die gleich scharfe? Dummer vor allem. Dummer vor allem. Was findest du denn am dummsten? Die Hirne.
das Hirn. Ja. Ja, wie meinst du, wie die auf die Idee kommen? Was ist Ihre Meinung dazu so? Nicht Meinung. Das ist Meinung und so Fakten. Und das sind keine Fakten, die ich brauche. Borkabala. Habe ich die Zunge noch? Ja, ist noch alles dran. Ja, so scharfe sind deine Kollegen. Die Big Black Mama. Was würdest du jetzt so einem sagen, wenn er hier wäre? Ein Corona-Skeptiker. Alle Dumme haben gar nicht mehr diskutiert. Nicht mehr gross diskutieren. Wenn du schon sagst, kein Wahr oder willst du nicht mehr so magst? Ich streite seit 3 Monaten. Brüche noch. Oh mein Gott. Lebe. Porca. Ja, schon ist. Seit 3 Monaten streitest du? Oder 4. Ja, mit welchem Streitest du? Mit Kumpel. Ich kann jetzt gerade den Namen nicht sagen. Aber meistens Esoteriker und Naturheiler sind langsam sieg. Heil Natur. Ja. Geht das um? Heilpraktiker. Der Alu hört so Stahlhelm gewechselt, sind Siegheilpraktiker. Ja, dann würdest du immer so etwas essen gehen, was meinst du? Nein, hinten noch drei. Geht recht hinten noch drei. Bordeaux. Die Mutter wie ein Kehle. Wir sagen, du holst dich gut. Oh ja. Ja, mein. Und noch mehr. So also, trinkst du aber Milch sonst auch nicht, hä? Oh. Nachtdurch werden nicht so Liter. Ein Liter in der Nacht? Milch? Ja. Ja, aber auch nicht nur Milch, oder was? Ja, wenn ich schlafe, schon nur Milch. Schlafst nur Milch? Ja. Das ist gut für die Knochen. Ja, also ein Absent, das wäre schön. Ja, ich wollte dir merci vielmals sagen, hier für einen Besuch bei uns, Uri. Ja, das ist ja darum passiert. Der Herausforderung erstmal stellen. Und ja, bis zum nächsten Mal, wenn es heisst Childe TV. Ja, ich kann helfen.